Wir haben es uns nicht nehmen lassen, für unseren lustigen Abend heute die Besten der Welt zu engagieren. Die Werstner. Und jetzt haben wir sogar die besten Sportkommentatoren hier engagiert. Ich bitte nach vorne den lieben Markus Berner und den lieben Stefan Vogel. Einen wunderschönen guten Abend, Odenwart. Herzlich willkommen im schönsten Dorf, im Dorf mit Herz in Odenwart. Schön, dass ihr alle da seid. Das ist der totale Hammer. Die ganze Bude ist voll. Das Erntedankfest ist eingeläutet. Es kann losgehen. Jetzt hat der Bürgerverein mal einen Startpunkt hier. Normalerweise kommt das Beste ja immer zum Schluss. Also normalerweise stehe ich auch erst montags hier. Aber was hier heute schon abgeht mit der ersten Truppe, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon mal ein Riesenapplaus wert, was die Kämpfblitzer hier auf die Bühne gestellt haben. Applaus, Applaus, Applaus! Als allererstes sind wir heute mal hier. Der liebe André hat unseren König schon vorgestellt. Aber was ist ein König ohne seine Königin? Wir begrüßen unser diesjähriges deutsche Königspaar mit einem dreifachen Ernte! Ja! Ernte! Ja! Ernte! Ja! Unfaires Doping gesehen. Nochmal ein Riesenapplaus an unser diesjähriges Königspaar, Janine und Gerd. Und ihre tolle Gruppe, die Walzenjungs. Ich glaube, es gibt einen Geburtstag irgendwie, habe ich gehört. Ich habe auch gehört, heute gibt es hier irgendein 40-jähriges Jubiläum von einer ganz tollen Gruppe. Und was machen wir, wenn wir ein Jubiläum haben, wenn wir einen Geburtstag haben? Wir singen, oder? Was singen wir denn? Ich würde sagen, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Kämpfenflitzer. Happy Birthday to you. Vielen Dank für diese geile Party, die ihr hier gemacht habt. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt sind die ganzen Matadore da, die ganzen Kids hier aus den einzelnen Bitte ich, genau, wir bitten doch mal die Matadore, die Sportler, die Kämpfer ans Bier, in die Mitte, damit auch das Publikum, euer Volk euch mal sieht. Oh, oh, oh. Oder die linke Hand, auf jeden Fall nur eine Hand mit dem Bierkrug ausgestreckt nach vorne und der letzte, der übrig ist, ist heute unser Hero. Ja, so sieht's aus. 3, 2, 1, Schall! So, das sieht doch schon schnuckelig aus. Markus, gib alles. Oh, ja genau, anfeuern hier ein bisschen. Die brauchen eure Unterstützung. Also sehr gut, sehr gut. Anfeuern! Papa, 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 Papa. Jetzt wird die Sau geteert. Schalke verloren, aber du gibst heute alles. Düsseldorf hat unglücklich verloren. Und das Lächeln nicht dabei vergessen. Der Udo macht das ganz schön. Wunderbar. Da ist auch noch, da wird das dritte Gewiss mal gezeigt. Jawohl! Leute, nicht so verkniffen. Und hier unser König gibt alles. Er lacht noch, er freut sich. Schön hinten festhalten. Uwe. So ein bisschen das Gefühl, die ersten fangen schon an zum Zittern. Ich sehe noch nichts. Ah, der König eisern, eisern, eisern. Ja. Ausgestreckter Arm hier bitte, ausgestreckter Arm. Auch der Herr Schlemmer, auch der Herr Schlemmer. Sehr gut, sehr gut. So, wir sind bei 1 Minute 3 Sekunden. Das sieht schon gut aus. Meine Kati, du bist so klasse.
Guckt euch das an hier. Applaus für die Kathi hier mal. Super. Markus, was ist los? Du hast ausgestreckter Arm. Ah, da ist schon ein bisschen was am Wackeln hier bei Markus. 1,27. Jawohl. Oh la la. Im Megapark dürftet ihr jetzt schon in die VIP-Lounge. Oh, der Udo, ah, der beugt sich. Hör mal, Hohlkreuz ist Udo. Vorsichtig, Udo. Hey. Unser Udo. Die Altrhein-Freunde. Bravo. Das ist mir auch lieber, der kann besser wie jetzt nach Hühner stellen. So, oh, eine Minute. Oh, Markus, jawohl. Dann darfst du jetzt trinken. Die Schützen sind auch in der Trinkphase. Ausgestreckter Arm hier. Dekartik. 2:10. Oh, oh, oh. Da, Kathi, super. So. Hör ihn. Links, ah, die junge Dame. Jawohl. Dankeschön. Bravo. Dankeschön. Ganz großen Applaus hier. So, kommt, jetzt sind wir über 2 Minuten. Jetzt brauchen wir eure Anfeuerung hier. Von Odenbach. Odenbach geht vor hier. Unser König. Bravo. Ah. Und hier die letzten starken Helden. Mein Freund der Pierre. Wie ein Fels in der Brandung. Da, oh. Schlusspark. Super. Super. Ausgestreckter Arm. So, 3 Minuten haben wir. Ja, lächeln. Lächeln. Da geht noch was. Halt die Ohren steif. Halt die Ohren steif. Oh, jetzt geht das Zittern los. Schön hinten die Bühne festhalten, Jungs. Hoch den Arm. Hoch den Arm. Hoch den Arm. Ja. Nein. Hoch den Arm. Hier kämpft sich einer ins Leben zurück. Jawohl, rechts außen. Und unser Prinz ist auch noch. Oh! Und der Lothar auch noch dabei. Hervorragend. Okay, super. Alles gut. Und? Bisschen höher. Ja. So, und der Pierre fängt an zu zittern. Oh, Pierre ist raus. Oh la la. Hier geht noch was, hier geht noch was. Rutscht zusammen, Freunde. Sehr schön. Lothar, lach mal. Einer geht noch rein, einer geht noch rein. Und der kann noch singen, ganz. Und hier fällt der Arm, hier geht der Arm wieder hoch. Der Arm ist auch ein bisschen höher. Und jetzt sind wir nur noch zu dritt. Glutsche Füß. Kümmerlinge. 4:33. Eine Wahnsinnszeit. 4 Minuten 33. Ja, der ist jetzt unten. Das können wir, glaube ich, so nicht mehr. Hoch. Und jetzt geht das Zittern los. Lothar. Was ist los, Lothar? Oh. Und wir haben keine Jungfrau mehr. Wir haben keine Jungfrau mehr. Ich kann nicht mehr. Klingelingelingeling. Jetzt haben wir nur noch unsere drei. Ei. Sag mal, bei der Polizei war Hahnmutter. 30 Sekunden, absoluter Rekord für die Zeit. Hab ich noch nicht gesehen. Ein Riesenapplaus für die drei Helden hier. Bravo! Und das Zittern kommt von ganz allein. Das Zittern kommt von ganz allein.
6:22. Hier wird ganz große Geschichte geschrieben. Das hat das Odenbach-Opfer noch nicht gesehen. Lothar gibt hier alles. Aber ich merke, auch der Stärkste. Oh. Und feuert eure Leute an. Gibt alles. Hier ist die Marvin, 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 Marvin. Gerade nicht so hoch, genau. Ein Wahnsinn, 7 Minuten habe ich noch nicht erlebt und ich mache das nicht das erste Mal. Das ist der absolute Wahnsinn. Hier schießen die, hier tropft der Schweiß. Ausgestreckte Hand. Und oh! Super Leistung, super Leistung. Applaus! Hier geht was ab! Hier wird Geschichte geschrieben! Wir gehen auf die 8 Minuten zu! Das gab es noch nie! Ich kann mich nicht erinnern! 7:52! Wir zählen runter! 5, 4, 3, 2, 1, 8 Minuten! Der absolute Wahnsinn! Und Bertie! Wir reden hier von Polizei gegen Handwerk. Ja, schau da mal. Wir reden hier von Leuten, die arbeiten und die sich die ganze Zeit ausgeruht haben. Dafür ist er stark. Jetzt ist auch. Jetzt geht es raus auf die letzte Züge. Lothar ausstecken, Beine ausstecken. Jawohl! Und wir sind bei 8:30. 8:30. Das hätte keiner gemacht. Das hätte keiner gedacht. Lothar, Marvin, ihr seid deines Helden. Und es gibt nochmal alles Publikum. Bitte mit alles ausstrecken, ausstrecken, ausstrecken. Ja, wir gehen auf die 9 Minuten zu. André, Uhr bitte. 9 Minuten! Applaus für 9 Minuten! Aber jetzt ist es traurig. Ich glaube. Minuten 16, 17, 18, 20, 21, 22. Wahnsinn! Die Arme gerade, Beine gerade ausgestreckt. Ein bisschen geht noch was. Wollt ihr die 10 Minuten? Wollt ihr die 10 Minuten sehen? Wer will die 10 Minuten sehen? Okay, wir zählen runter wieder. Die nächsten. Jetzt gleich. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 Minuten! Ein Wahnsinn! Ein Wahnsinn! Was für ein Abnutzungskampf hier auf der Bühne! Kümmerling gegen Glotschenfuß! Ein Kampf am Limit! Am absoluten Limit! Hier ist das Zittern zu sehen! Hier ist die Anspannung! Der Marvin hat natürlich folgende Motivation! Er hat ja schon eine Weinkönigin zu Hause! Jetzt will er ja der Bierstemmkönig werden! Lothar, ausstrecken, den Arm ausstrecken, ausstrecken, Beine. Ausstrecken, Arm ausstrecken, hoch. Und wer nicht mehr kann, es ist jetzt keine Schande mehr. Ihr seid beide über 10 Minuten. Ein absoluter Wahnsinn. Und so viel schmeckt auch gut. Genau, hört lieber auf, bevor es schal wird, weil ihr müsst gleich noch trinken. Und wir sind Wiener. Okay, die Kämpfflitze haben entschieden. Wir haben 2 erste Sieger. Ein Abend.
absoluter Wahnsinn, was hier geleistet worden ist. Markus, ich bin beeindruckt. Ich bin froh, dass ich Moderator sein durfte, weil da hätte ich mich nur blamiert. Es war eine super Leistung von allen, die hier mitgemacht haben. Und ja, das war die kurze Stelldichein von uns, von Berti und von mir. Und ich glaube, wir können uns im nächsten Jahr auf dieser Olympiade, die von den Bändenflitzern ausgetragen wird, wir können uns richtig freuen. Das wird ein Riesenspaß, es werden tolle Spiele sein. Und ich denke mal, jetzt können wir ein bisschen Gas geben. Genau. Die Campenflitzer haben jetzt noch ein weiteres wunderbares Programm für euch organisiert. Das heißt, ihr könnt euch alle schon warm tanzen, denn da ich ja ohne auf der Bühne bin und jede Menge Paare von euch.